Hallo und Gute zu einer neuen Ausgabe von Schoki Banoki Daily hier auf unserem Kanal. Der Sashi und ich haben euch die Fakten des Tages zum 12. September mitgebracht. Wir fangen an mit dem Geburtstagskind des Tages und das ist heute Oliver Kalkofe. Oliver Kalkofe, Geburtstag. Comedian, Satiriker, Schauspieler, Mensch. Der hat schon Mensch. Ja. Hat ganz schön dicken Hintern. Kalkofes Matscheibe fand ich genial. Was? Kalkofes Matscheibe. Ja, Kalkofe ist schon ganz gut. Ja, ja. Der ist schon ziemlich. Ich habe den mal am Rock am Ring gesehen. Mhm. Rock am Ring? Weißt du das denn? Und der hat dann ist er, aber das kam dann nicht so. Okay. Nee. Also es war dann irgendwie ein falscher Platz. Verstehst du? Also die wollten ja alle hier so, Es war kurz vor Slipknot. Das ist ja echt ein super Spot für Oliver Kalkofe. Ja, so ein Zelt irgendwie so. Und dann war, alle haben auf Slipknot gewartet. Hier so angemalt. Und dann kam der Kalkofe kurz vor. Und wollte lustig sein. Kam aber nicht so an. Ja. Nicht ich habe da trotzdem, irgendwie Olli, im Hintergrund gestanden. Naja. Alles Gute zum Geburtstag. Ja. Am 12. September 1974. Mhm. In Äthiopien wird ein halbes Jahrhundert nach der Thronbesteigung Kaiser Haile Selassie vom Militär gestürzt. Weil der den Thron bestiegen hat. Oder was? Ja, deswegen haben die ihn gestürzt. Ja. Hey, das kannst du mal. Hey, lass mal den Thron in Ruhe, was ist mit dir los, haben Mann? Sie, haben sie ihn gestürzt. Ist er dann gestürzt? Am 12. September habe ich auch heute dabei den Fakt des Tages. Fakt des Tages. Rülpsen ist im Weltall nicht möglich. Warum das denn? Krass. Rülpsen ist im Weltall nicht möglich. Rülpsen ist im Weltall nicht geht möglich. Nicht. Weil der Druck fehlt, oder was? Geht nicht. Geht nicht, ja. Ja. Ich versuche es ja gerade zu ergründen. Du machst dann quasi so. Aber dann bleibst du einfach in dir drin. Ja. Und kommst hinten raus. Geht furzen? Hier steht Rülpsen. Das ist dann interessant. Ja. Also wenn jemand weiß, ob Furzen im Weltall funktioniert. Einmal in die Kommentare. Schreibt mal rein, ob ja oder nein. Ja, ja, interessant. Genau. Vielleicht auch mal unsere deutschen Astronauten, die es so gibt. Vielleicht können die mal was dazu sagen. Ja genau, meldet also, mal zu Wort jetzt. Hier TU Darmstadt, ihr habt ja Connections zu den Astronauten. Fragt die mal, ob die mal gefurzt haben. Weltall. Genau. Wer hat schon mal im Weltall gefurzt? Genau. Alle, die schon mal im Weltall gefurzt haben, heben jetzt mal bitte die Hand. Nee, alle, die noch nie im Weltall gefurzt haben, schreiben jetzt mal so einen Kommentar rein. Ja, ich habe nie gefurzt im Weltall. Das ist so eine Bewegung, so eine Demonstration. Nicht ich furzen. Habe nie, es gibt jetzt T-Shirts, ich habe nie im Weltall gefurzt. Ja. Oh Mann. Ja, das war der 12. September. Wir sehen uns morgen wieder am 13. September. Bis dahin sage ich Cheerio, Sophie.